Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video Assassin's Creed 3. Wie ihr seht, rechts hier die ganzen Namen, alles bekannte Gesichter. Wir haben dabei den Legendary, den HD Legendary, der übrigens das Gameplay hier aufnimmt. Dann haben wir den Aguero dabei, den kennen wir ja mittlerweile auch schon. Dann haben wir Guida dabei, den kennen wir ja auch. Und wir haben Gamer's Canary dabei, von dem war das vorherige Gameplay. Also, wir kennen alle. Die sind alle bekannt und ich finde das toll, dass die hier zusammenspielen. Ist echt eine geile Sache. Wir haben hier das Paket Sprengfalle, Rauchbombe, Messer. Ist jetzt nicht so typisch. Sprengfalle benutze ich zum Beispiel kaum. Aber ich habe hier, muss ich ehrlich gesagt sagen, durch dieses Gameplay gelernt, wie man es tatsächlich richtig einsetzt. Ich habe es immer komplett falsch eingesetzt und hier habe ich es jetzt gelernt. So, ich möchte euch kurz was zur Kopfjagd sagen. Vielleicht ist das ja nicht jedem bekannt, deswegen erkläre ich das mal kurz. Kopfjagd ist wie jedes andere Gameplay auch 10 Minuten lang. Allerdings ist es so, dass 5 Minuten euer Team das andere Team jagt. Deswegen heißt ja auch Kopfjagd. Und die anderen restlichen 5 Minuten werdet ihr gejagt, also euer ganzes Team. Es ist quasi ja ein Teammodus halt, wo ihr möglichst gut mit eurem Team zusammenspielen solltet, wenn ihr irgendwas reißen wollt. Also alleinige Aktionen, ich bin der Held, ich bin obercool und saugeil und sonst was, oder ich habe den längsten Penis, ist in diesem Modus einfach nicht angebracht. Okay, gut, dann wäre das mal erklärt. Und ich finde, die machen das einfach saugeil. Mir tut die andere Gruppe schon fast leid, die haben Prestige Nummer 8 drin, aber ansonsten sind das mehr oder weniger Nobs und das sieht man auch. Und das, die tun mir dann schon ein bisschen leid, aber hey, man kann sich nicht aussuchen, ob man jetzt hier gegen Profis oder gegen sonst was spielt. Was kommt, das kommt und das wird dann auch gnadenlos vernichtet. Ne? Kennt man ja. So, dann möchte ich kurz aufs Thema eingehen. Auf ein gewisses Thema. Wartet mal, ich mache hier ein bisschen Ingame-Sound leiser, ich höre mich nämlich nicht selbst und das ist scheiße. So, auf ein gewisses Thema möchte ich eingehen. Unter dem letzten Gameplay wurde fleißig kommentiert, wer denn der beste Meuchler ist. Und ganz ehrlich, es hängt... Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt hier so ein kurzes, was ich davon denke. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hängt einfach zu viel davon ab, wer der beste Meuchler ist. Es mag extrem viele Punkte geben für ein Gewissen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Gelo, irgendwas. Ich kenne die ganzen Namen nicht. Ich habe die einfach nur mal aufgeschnappt hier in die Kommentare. Hab einfach mal drüber gelesen. Ich bin da ja nicht so informiert. Mich interessieren die Ranglisten auch so gut wie überhaupt gar nicht. Und ja, was meine Meinung auf jeden Fall dazu ist, es hängt einfach zu stark von der Gruppe davon ab. Ich zum Beispiel habe mal im Deathmatch, auf der PS3 war glaube ich mein Rekord, 10.900 oder so, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwas so rum. So genau weiß ich das gar nicht, ich merke mir das gar nicht, weil es mich so wenig interessiert. Und warum habe ich das geschafft? Weil da wirklich die Übernobs drin waren, wirklich die übelsten Nobs, wirklich, aber sowas von der schlimmsten Sorte, die Nobs, wirklich. Die konnten gar nichts, die haben nicht mal gecheckt, dass ich ihr Target bin, also dass die mich töten müssen, das haben sie nicht mal verstanden, also da versteht er, was ich meine, worauf ich hinaus will. Und sowas ist dann meistens auch der Grund, warum dann jemand Bestimmtes extrem weit oben ist in der Rangliste, weil er Glück hat und genau solch eine Gruppe getroffen ist. Und das meine ich halt. Und dann ist auch halt auch geschrieben worden im 1-2-1, aber ich muss auch sagen, auch hier kann man nicht wirklich dann sagen, ja, ich war jetzt besser oder pipapo. Weil auch hier hängt das irgendwie ein bisschen davon ab, weil guckt mal, wenn ich hier 1-2-1 mache, dann ist ja irgendwie, weiß ich nicht, das Feeling ja weg. Wenn ihr mich fragt, weil da ist ja dieses gewisse, ich kann den jetzt vergiften, währenddessen schalte ich den aus und dann mache ich hier noch schnell Dropstun oder Jumpstun oder was auch immer. Und das ist ja auch alles mit Skill verbunden und das kannst du ja nicht wirklich zeigen im 1-2-1, weil da ist ja offensichtlich, okay, bam, das ist er, da muss ich mir nur eine Figur merken. Das ist auch dann irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht so genau erläutern und das ist halt meine Meinung dazu. Also ich finde, das ist ja auch völlig egal, wer der Beste ist. Ich finde, das ist eigentlich scheißegal, wenn man mich fragt. Ich finde, die ganzen Leute, die mir jetzt ihre Videos zugesendet haben, wie der Legendary hier, der übrigens ein Landsmann ist, also sofort auf den Kanal gehen, sofort Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, einen Kuss hinterlassen. Frauen sollten sich sofort gratis anbieten, weil er ist ein Landsmann und das muss ich hier machen. Das große Props an dich, Alter. Wirklich, guckt mal rein, der macht ja auch selbst Let's Plays, Commentaries, also guckt da auf jeden Fall vorbei und abonniert, favorisiert, kommentiert. Ich klinge voll wie Herr Tutorial, ne? Ne, aber ihr wisst, was ich meine, totale Props an dich, Alter.
Weil bei dem sticht die Sympathie einfach wieder mal vollkommen raus. Und was mir bei dem gefällt, der spielt einfach verdammt gut und ist aber gleichzeitig bescheiden. Ich mag nicht diese Leute, die so, ich bin von der Überpro und ich zerfick alles, weißt du. Aber hat in der Gruppe so Level 5 und so und ist selber Prestige 25 oder so, weißt du. Und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, da kann ich hier nicht großartig von Skill reden. So, ihr seht jetzt hier ist die erste Halbzeit quasi, ich nenne es jetzt Halbzeit einfach mal. Der Legendary und die ganzen anderen waren jetzt hier quasi die Gejagten und jetzt werden die anderen jagen. Und ich finde das so geil, wie die hier am Anfang jetzt voll losstürmen, so geil im Team, einfach nur alles zerbersten und zerficken, einfach nur geil. Richtig gut gemacht. Joa. Da geht's halt nicht so um jetzt, ich habe jetzt hier den Oberscore, sondern das ist einfach wirklich ein Gruppenteam und Gruppenteam. Das ergibt natürlich voll Sinn, Gruppenteam. Ich meine, das ist natürlich einfach total auf Gruppe ausgelegt und hier geht's wirklich, dass die Gruppe einfach miteinander harmoniert und das macht den Modus aus. Da geht's nicht darum, ich bin der alleinig Beste und mache den besten Score. Also darum geht's ja nicht, ne? Nächstes Gameplay, was wird denn das eigentlich sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das war wieder Kopfjagd, aber nicht vom Legendary, sondern vom Gamers Canary aufgenommen. Ich hoffe, ich spreche den Namen übrigens richtig aus, gell? Weil das ist, ne und so, wisst ihr ja Bescheid. Es wird aber auch zwischendurch wieder Gameplays von mir geben. Das habe ich aber eh schon erwähnt, ne? Das baue ich jetzt hier nicht nochmal hier auf. Dingens und so, wisst ihr ja Bescheid. God of War ist wie erwartet nicht gekommen, die Schweine, die Dreckigen. Ich werde mir hier jetzt bei Amazon das Premium-Paket kaufen, damit, wenn ich was vorbestelle, das auch wirklich zu Release kommt, weil wenn man etwas vorbestellt, man bestellt es ja nicht umsonst vor, ne, man will es ja auch dann zu Release haben, ist ja logisch, ne, und so weißt du ja Bescheid, das kann ich ja nicht hier und so, das können sie ja nicht bringen. Da war ich schon ganz schön sauer, muss ich sagen, da habe ich mich echt aufgeregt. Joa. Was ich aber noch zum Legendary sagen wollte, also wirklich, dieser Typ, ich gucke mir seine Videos sau gerne an. Vor allem am Abend dann immer, da bin ich, mir ist immer so langweilig und ich bin ja normalerweise total der Filmfreak. Aber ich habe einfach alle schon ausgekaut, die meisten Filme, und die neuen Filme rocken irgendwie nicht so und die alten habe ich schon alle zu oft gesehen und da weißt du, da gehen die irgendwann die Titel aus und ja, da gehe ich immer dann am Abend dann auf den Kanal und gucke mir das an, weil erstens finde ich die Gameplays extrem geil und ich habe ihn heute geschrieben, dass er eben, einfach ein Sympathieträger ist und seine Gameplays nicht arrogant sind. Da hat er mich gefragt, wie spielt man denn eigentlich arrogant? Und da habe ich eigentlich keine Antwort drauf gehabt, weil ich weiß selbst nicht, wie man arrogant spielt. Aber er hat irgendwie dieses, da ist was im Gameplay drinnen, was einfach sich einfach genialst mit seinem Kommentarstil verbindet und was dann einfach super sympathisch ist. Ich kann euch nur sagen, guckt vorbei, verdammte Scheiße nochmal. Link in der Videobeschreibung, draufklicken, Alter. Und dann weißt du Bescheid, wovon ich hier überhaupt rede. Einfach nur geil. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich finde, das harmoniert einfach richtig geil. Und er ist voll der gleichen Meinung wie ich. Wenn ich hier zum Beispiel irgendwelche Nobs drin habe, ne, in der Gruppe, dann, ich fühle mich da jetzt nicht überstolz, weil ich hab die jetzt voll zerfickt, bin voll geil, ich bin Haftbefehl, Alter, und so, weißt du, das ist, ne, weißt du Bescheid. Ich hab's viel lieber, wenn ich gegen irgendwelche Profis spiele und mich dann da Sieger rausgeht, dann kann ich stolz auf mich sein und nicht davor. Aber das wisst ihr ja, ne, und so. Ich wollte aber noch was Bestimmtes sagen. Genau zu den Nobs wollte ich noch sagen. Manchmal sind Nobs echt eine Herausforderung. Wie ist das eigentlich? Ich hatte neulich eine Nob-Gruppe. Das waren alles so Level 10, 20, 30 höchstens, gell? Und ich bin ja Prestige 2 und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ohne mich jetzt hier wichtig zu stellen, ich habe ja im Deathmatch wirklich gute Erfahrungen, muss ich jetzt sagen. Spiel da gar nicht mal so schlecht. Und ich hatte es echt nicht schwer mit, nicht schwer, sag ich, nicht leicht mit denen. Ich hatte es mit irgendwelchen, Dingen hier, mit Prestige-Leuten schon viel, viel leichter als mit irgendwelchen Nobs, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil Prestige-Leute sind einfach berechenbar auf Dauer, weißt du? Wenn du ständig mit denen spielst, sind die einfach berechenbar. Du weißt ganz genau, wann schießt eine Rauchbombe, wann hat er keine Rauchbombe, das merkst du an seinem Verhalten irgendwie. Und, das, wisst ihr, und bei Nobs ist das halt nicht so. Was ich bei Nobs einfach verdammt lustig finde, ist zum Beispiel, wenn die dich mit Wurfmesser oder so abschießen und dann stürmen die einfach volle Kanne auf dich zu und denken sich, du kannst dich nicht mehr wehren. Dabei hast du aber noch Rauchbombe und was weiß ich alles noch drinne.
und dann stunst du dir einfach volle Kanne. Oder du rennst um eine Ecke und die kommen einfach drauf losgestürmt, denken sich, du bist irgendwo, weiß ich nicht, im irgendwo auf der AIDA schon, weil du so jetzt weggerannt bist von dem. Und dabei bist du nur um die Ecke und wartest da gemütlich auf den. Der kommt hervorgestürmt, du ballerst ihm voll mal mit dem Kopf in die Fresse, Alter. Und das kommt richtig geil, weißt du? Aber ja, bei Prestige geht das halt nicht so. Aber wie gesagt, Prestige sind dann irgendwie berechenbarer, was das Ganze dann auch wieder leichter macht. Ja. Jo, gibt's hier eigentlich sonst noch was zu sagen? Das Gameplay neigt sich dem Ende zu. Ich fand das Gameplay richtig geil. Und was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn ich ein Gameplay bekomme, jetzt zum Beispiel jetzt Kopfjagd habe ich jetzt zwei bekommen, ist immer so, dass der das aufnimmt, auf dem ersten Platz ist. Also der Beste in seiner Gruppe ist. Das ist mir jetzt aufgefallen, weiß ich nicht wieso. Macht ihr euch das aus irgendwie, hey, jetzt pass auf mal hier, ne, jetzt bin ich hier Erster, weil ich nehme hier auf, ne, und so. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch Profis abläuft. Ich bin ja kein Profi, deswegen, ne, und so. Wisst ihr Bescheid? Ne, aber guckt mal auf jeden Fall beim HD Legendary vorbei, richtig geil. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber guckt da mal vorbei, richtig geil einfach nur. Gameplay neigt sich aber jetzt am Ende zu und ich mache hier mal einen Kopf zu. Ich habe ja eh schon jetzt zu 90% Scheiße gelabert und ich sag, haut rein, euer Kage.